Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Video liegt mir besonders am Herzen. Es geht wieder um Maria, die Mutter Gottes. In diesem heutigen Video möchte ich vor allem die biblische Fundiertheit der Verehrung Mariens ansprechen. Es gibt da so ein paar Lehren, katholische Lehren, die von den Gegnern ganz oft als unbiblische Lehre verurteilt werden. Es gibt da so drei Grundlehren, sag ich mal, die ständig unter Beschuss stehen. Diese drei werde ich gleich noch nennen. Diese möchte ich auf jeden Fall vor dem Hintergrund einer intensiven Bibellektüre betrachten und damit aufzeigen, dass es höchst biblisch ist, Maria zu verehren. Im Alten Testament ist es bereits so, dass die Mütter von großen Propheten eine besondere Beachtung erfahren. Sie werden oft schon auch als sehr besondere Frauen geschildert. Komischerweise kommen sie im theologischen Diskurs, sag ich mal, besser weg als die Mutter Jesu, obwohl sie ja eigentlich die Mutter Gottes ist, also Gott selbst ist durch sie geboren worden und dementsprechend müsste sie ja eigentlich sogar noch am besten wegkommen. Aber da sind dann so Leute wie Hannah, die Mutter des Samuel, die noch viel besser ein besseres Image hat. Auch im ökumenischen Diskurs, sag ich mal. Warum ist das so? Könnte man sich fragen. Also warum ist es überhaupt so, dass Maria als die größte aller Mütter, auch in der Bibel, so ein schlechtes Image hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Vermutung meinerseits, dass es einfach die Konsequenz dessen ist, dass man heutzutage häufig die Gottheit Jesu leugnet. Also würde man nämlich sich bewusst machen, dass Jesus Gott ist, müsste man ja auch dann Maria als besonders, als eine besondere Frau betrachten, denn Gott kommt ja nicht durch irgendeine Frau zur Welt, sondern es muss natürlich dann die Beste sein. So. Wenn Jesus aber zunehmend eben nicht mehr als Gott, sondern nur noch als Mensch oder wie auch immer betrachtet wird, dann wird natürlich auch, das ist die logische Konsequenz daraus, Maria banalisiert. Viele Protestanten haben mit Maria eigentlich deshalb auch ein Problem, weil sie sagen, Maria stiehlt Jesus die Show. Weil eigentlich Jesus sagt, also weil das ganze Heil eigentlich von ihm kommt und er ist derjenige, der zwischen Gott und Mensch diesen Bund geschlossen hat und er hat uns erlöst und er hat die Sünden vergeben und alles, den Sühnetod geleistet und so. Deshalb, wofür brauchen wir dann noch Maria? Und wenn wir uns zu sehr auf sie konzentrieren, dann nehmen wir den Blick von ihm weg, der ja eigentlich derjenige ist, der das alles gemacht hat. Man denkt, besonders eben die Protestanten, aber es gibt auch viele Katholiken, die damit Probleme haben. Sie denken, dass man Mutter Gottes nicht braucht. Einfach weil Jesus ist ja schon so vollkommen und er ist schon ohne Sünde und Gott hat ja schon alle Herrlichkeit. Warum soll man also noch Maria verherrlichen? Oder wenn die ganze Herrlichkeit, die ganze Ehre, die ganze Glorie ja eigentlich Gott gebührt. Es ist aber nicht so. Es gibt gar keine Rivalität zwischen Gott und Maria. Das ist nämlich das Missverständnis. Denn es ist nicht so, dass dadurch irgendwie etwas noch addiert wird. Gott hat schon alle Herrlichkeit. Dadurch, dass wir Maria verherrlichen, bekommt er nicht irgendwas noch dazu, was vorher nicht da war und so. Also darum geht es gar nicht. Und es ist auch nicht so, dass er diese Herrlichkeit nicht ohne die Verehrung Mariens hätte. Und nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist vielmehr, Gott will uns mehr geben. Nicht wir ihm, Gott will uns noch mehr geben, indem er uns Maria gibt. Wir brauchen Maria. Auch wenn wir denken, wir brauchen sie nicht, wir brauchen sie wirklich. Warum? Sie verkörpert das Erlösungswirken Jesu Christi. Sie verkörpert das durch und durch. Sie ist ganz Mensch. Aber sie ist ganz Mensch. Sie ist ein absolutes Vorbild für uns, weil sie ist ja nicht auch gleichzeitig Gott, so wie Jesus. Und sie ist schon, zeigt uns, wie es ist, wie ein erlöster Mensch aussieht und wie wir eigentlich aussehen sollen und wer aussehen werden, weil sie das alles schon vorgibt. Ich meine, Gott ist ja nicht Mensch geworden,
um seine sowieso schon ewige Herrlichkeit irgendwie zu vermehren. Ist ja klar. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Gott will seine Herrlichkeit mit uns teilen. Das Christentum ist eine besondere Religion, weil hier die Richtung umgekehrt ist. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Nicht vom Menschen zu Gott, sondern von Gott zu Mensch. Er will seine Herrlichkeit mit uns teilen. Das heißt, er ist ja gestorben für uns, nicht für sich selbst. Logisch, oder? Aus dem Grund ist diese Angst, dass Maria irgendwem die Show stiehlt, eigentlich schon Quatsch. Es geht ja nicht darum, dass man Gott dadurch irgendwie Herrlichkeit gibt, dass er für uns gestorben ist. Natürlich, wir danken ihm dafür, aber das ist ja immer schon der zweite Schritt. Sondern er teilt uns, mit uns die Herrlichkeit. Und sie ist ein Beispiel, das perfekte Beispiel schlechthin für die Erlösung. Für die Erlösung, die Jesus an uns erwirkt hat, für uns erwirkt hat. Sie ist das perfekte Beispiel dafür, weil sie das absolut angenommen hat und wir schon an ihr sehen können, wie das aussehen kann, wenn man Gott ganz annimmt. Das, was wir durch unsere sündhafte Natur ganz oft nicht machen. Das heißt, Maria stiehlt Jesus gar nicht die Show, sie nimmt ihm ja die Herrlichkeit nicht, sondern sie wird von dieser Herrlichkeit angeleuchtet wie der Mond von der Sonne. Wenn wir sagen, Jesus, Sonne der Gerechtigkeit und so, ist ja eine Metapher, die man schon seit Urzeiten Jesus eben verliehen hat, dann ist Maria natürlich nicht keine zweite Sonne, die ihm irgendwie das Licht stiehlt, sondern sie wird angeleuchtet, wie der Mond von der Sonne. Und der Mond leuchtet nur deshalb, weil die Sonne das Licht dem Mond verleiht. Von sich selbst aus strahlt der Mond nicht. Das heißt, der Mond wird doch nie im Leben der Sonne das Licht klauen. Maria ist das perfekte Kunstwerk der Erlösung. Ich habe darüber schon gesprochen, dass ein Künstler es sogar persönlich nimmt und ja, enttäuscht ist, wenn man sein bestes Kunstwerk nicht würdigt. Maria ist das beste Kunstwerk Gottes. Und deshalb können wir nicht anders, als Gott dafür zu loben, also ihn zu loben, dass er sowas Tolles geschaffen hat. Das wäre eine Unverschämtheit, wenn wir sein Kunstwerk, er ist ja der Künstler schlechthin, der Creator, der Schöpfer, wenn wir dieses Kunstwerk nicht ehren würden. Und wir stehlen dem Künstler nicht die Show, wenn wir statt auf ihn zu gucken, sein wunderbares Werk anschauen, was er geschaffen hat. Und deshalb, genauso ist es mit Maria. Wir ehren Gott dadurch, dass wir bewundern, was er an ihr getan hat, weil sie eben das perfekte Kunstwerk ist. Und Gott der Künstler. Gott und Menschen, diese Verbindung ist keine rechtliche Beziehung, wie ein Vertragsschluss oder so. Gott und Mensch, das ist ein Bundesschluss. Es ist eine Familie. Wir sind eine einzige große Familie. Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, alles mit uns zu teilen. Alles. Sogar den einzigen Sohn, den er hat. Es wird ganz oft gesagt, ja, lies doch mal Markus 3,35, da stehen ja Maria und auch die Verwandten Jesu vor der Tür und da sagen die Leute, ja, da stehen die vor der Tür und Jesus sagt dann ja, wer sind meine Mutter, meine Brüder und so weiter, die den Willen meines Vaters tun. Und das sagt er nicht in Markus 3,35, um irgendwen zu degradieren. Es wird immer gesagt, ja, seht ihr anhand dieser Bibelstelle, also Jesus hatte ja selber eher ein distanziertes Verhältnis zu seiner Mutter, also warum sollen wir sie jetzt so großartig rühmen und so? Nein, Jesus meinte das nicht, um sie zu degradieren, um irgendwen zu degradieren, sondern im Gegenteil. Er sagt damit, dass seine Mutter wirklich seine Mutter ist. Und zwar, weil sie den Willen des Vaters tut. Wenn wir beachten würden, wer Maria ist, also und vor diesem Hintergrund eben seine Worte verstehen, dann ist doch ganz klar, Maria hat gesagt, Fiat, also es geschehe. Und deshalb ist sie nicht nur biologisch seine Mutter, sondern auch seine Mutter im geistlichen Sinne. Das heißt, das ist auch wieder ein Zeichen von einer perfekten Familie. Wir sagen ganz oft, ja, meine Geschwister und ich, wir stehen uns nicht so nah. Wir sind zwar durch das Blut miteinander verbunden, aber eigentlich verbindet uns nichts. Und mein bester Freund und ich, wir sind viel näher, wir stehen uns viel näher, weil wir auch beide gläubig sind zum Beispiel. Und dadurch haben wir ein viel besseres Verhältnis, noch näheres Verhältnis zueinander als, ne,
meine Geschwister und ich oder so. Und dann wird das immer gesagt, ja, Jesus sagt ja auch, ne? Der den Willen meines Vaters tut, das sind meine Geschwister. Das ist dieses Geistliche, das eigentlich noch viel mehr verbindet. Wie toll wäre es, wenn beides gleichzeitig ineinander greifen würde. Wenn die Eltern, die Geschwister, die, mit denen man biologisch verbunden ist, auch gleichzeitig mit einem geistlich ganz eins ist, dass man auch diese geistliche Familie ist. Wäre das nicht einfach, das wäre der Himmel. Das, Leute, ist der Himmel. Und Jesus sagt in dem Moment, dass das der Fall ist. Denn wir wissen von Lukas 1, wie es ist mit Maria, ne? Dass die eben den Willen des Vaters ja angenommen hat. Deshalb ist Jesus überhaupt auf der Welt. Der wäre nicht geboren worden, wenn sie nicht Ja gesagt hätte. Weil Gott natürlich auf ihre Entscheidung gewartet hat. Und dementsprechend können wir eigentlich nicht umhin, um zu sagen, ja, Maria hat wahrscheinlich gedacht, ja, mein Sohn, richtig hast du das gesagt. Die war nicht beleidigt in dem Moment. Wir denken das vielleicht, weil wir von uns aus auf sie schließen. Aber sie ist nicht wir. Denn sie ist ohne Sünde. Dazu komme ich gleich übrigens auch noch. Jesus, das müssen wir auch bedenken. Nicht nur, wie das Verhältnis zu seiner Mutter war, sondern wer war Jesus überhaupt? Jesus war ein frommer Jude in erster Linie. Das heißt, er hat die Gebote gehalten, vor allem die 10 Gebote. Und zwar mehr als jeder andere Mensch. Er war gehorsam. Ganz, obwohl er Gott ist, hat er die Gebote gehalten. Und das bedeutet auch, dass er das 4. Gebot gehalten hat. Was ist das 4. Gebot? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, also auch die 10 Gebote halten, auch das versuchen umzusetzen, was in der Bibel steht und so, dann müssen wir auch das 4. Gebot halten. Und wenn wir ganz wie Jesus werden wollen, müssen wir, genauso wie er seiner Mutter und seinem Vater die Ehre gegeben hat, seiner Mutter und seinem Vater die Ehre geben. So banal das klingt, das vergessen wir ständig. Maria ist seine Mutter. Wenn Jesus seiner Mutter so einen Respekt gezollt hat, warum sollten wir das nicht tun, wenn wir ihm nachfolgen wollen? Wir müssen nicht nur unserer Mutter diesen Respekt zollen, die uns geboren hat, sondern auch die Mutter, die Jesus uns am Ende seines Lebens geschenkt hat, die unterm Kreuz stand und wo Jesus zu dem Johannes sagte, Sohn, siehe deine Mutter und Mutter, siehe deinen Sohn. Und er war ja Einzelkind, das heißt, er musste jemanden suchen, der sich um die Witwe dann kümmert, also diesen Jünger, den er liebte. Nicht nur ihm galt dieser Spruch, sondern auch uns. Das heißt, dieses Ehren, das Wort, was wir lesen übrigens, im Hebräischen, für Ehren, dieses Wort bedeutet wörtlich, man nimmt seine eigene Ehre und gibt sie den Eltern. Und zwar nicht einfach so, sondern man gibt sie zurück. Das ist das, was die Eltern auch verdienen, weil sie einen geboren haben. Das ist dieses Ehren in der ursprünglichen Bedeutung. Und das macht Jesus mit seinem himmlischen Vater immer wieder, wenn er sich auf den Berg zurückzieht, in die Einsamkeit geht und immer wieder mit seinem Vater spricht und ganz eins ist mit ihm und das auch immer wieder sagt. Er macht das aber auch mit seiner Mutter. Wir wissen das zum Beispiel von Lukas 2, 51. Da steht ganz klar, das war dann, als der ja ausgebüxt war, beziehungsweise in Jerusalem geblieben war, im Tempel und wo die Eltern ihn gesucht haben, voller Sorge. Und dann steht dann auch nach diesem Zwischenfall in 51, dann kehrte er, also Jesus, mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus war seinen Eltern gehorsam. Obwohl sie Menschen waren und er war Gott. Jetzt kommt es zu dem Eigentlichen. Und zwar gibt es 3 grundlegende, angeblich unbiblische Lehren. Diese möchte ich heute mit euch ganz, ganz intensiv anschauen. Und zwar geht es um die unbefleckte Empfängnis. Also Maria ist ohne Sünde empfangen worden von ihren Eltern, Anna und Joachim. Und diese unbefleckte Empfängnis bedeutet, sie war ganz ohne Sünde, ohne den Hang zur Sünde. Sie hat ihr Leben lang nicht eine einzige Sünde begangen. Also das ist die erste unbiblische Lehre, die angeblich eben in der katholischen Kirche dann als Dogma erhoben worden ist. Dann die Himmelfahrt Mariens und die Krönung Mariens. Denn wir
verehren sie als Königin des Himmels. Und ihre Himmelfahrt, das ist auch bei uns ein ganz großes Dogma, dass sie eben mit Leib und Seele, nicht nur eben geistig, sondern so wie Jesus, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Diese drei Lehren werden immer wieder genannt, um zu zeigen, dass die katholische Kirche ja nur Quatsch sein kann, weil sie ja so unbiblische Lehren vertritt. Und ich möchte heute zeigen, dass diese Lehren gar nicht so unbiblisch sind. Indem wir die Art von Bibellesung heranziehen, die man von Anfang an in der Kirche praktiziert hat und die leider verloren gegangen ist und oberflächlich nur noch gelesen wurde, sodass man diese Dinge nicht mehr erkannt hat. Und zwar, Protestanten möchten ja immer gerne einen Beweistext haben, und zwar aus der Bibel. Ich greife da immer gerne auf ein ganz bestimmtes Bild zurück, auf eine Metapher, und zwar die Metapher des Puzzles. Ein Puzzle besteht aus vielen Puzzleteilen und ergibt insgesamt eine Darstellung. Diese Darstellung können wir aber nur dann vollkommen erkennen, wenn wir einzelne Puzzleteile zusammenstecken. Wir können aber nicht nur die einzelnen Puzzleteile nehmen und meinen, wenn wir auf ein einziges Puzzleteil schauen, das ganze Bild anschauen können, erkennen können, also mit allen Details und so weiter. Das geht nicht, weil wir die anderen Puzzleteile dafür haben müssen. In unserem Übertragen auf unsere Situation bedeutet das, natürlich, Beweistexte sind wichtig, aber wir dürfen nicht nur einzelne Beweistexte nehmen und diese einfach sofort auswerten. Denn das sind einzelne Puzzleteile. Wir müssen erstmal alle Puzzleteile zusammenstecken, die es dafür gibt. Alle. Auch die, wo wir denken, hä? Was ist das denn für ein Teil? Das passt ja gar nicht zu dem, was ich eigentlich denke, was ich gleich für ein Bild machen will. Und dann, wenn man die erstmal wirklich zusammensteckt, dann sieht man das Gesamtbild. Das heißt, wir müssen alle Bibelstellen zu dieser Frage, also das sind ja drei Fragestellungen, die wir heute haben, heranziehen und diese Bibelstellen dann zusammenpacken. Und in der Zusammenschau dieser Bibeltexte erkennen wir dann das Bild. Nur dann und nicht, wenn wir einzelne Puzzleteile, beziehungsweise hier jetzt halt einzelne Bibelstellen heranziehen. Weil das merke ich auch in den Kommentaren, das ist so anstrengend, so zu kommunizieren, zugegebenermaßen, aber es ist immer so ein Hin- und Herwerfen von Bibelstellen. Dann werden mir diese und diese und diese Bibelstellen angeführt und gezeigt, dass ich halt von Satan bin und so, ne? Mein Vater ist der Teufel und so. Und dann versuche ich dann halt, denen dann andere Bibelstellen zu zeigen, die ja eigentlich auch zu dem Thema sind, aber die irgendwie das Gegenteil behaupten, ne? Und dann kommen wieder andere Bibelstellen eben als Konter und so, werden einfach nur immer diese Bibelstellen hin und her geworfen, statt dass man alle Bibelstellen zu dieser Fragestellung gemeinsam liest, also gleichzeitig betrachtet. Und wie gesagt, da müssen wir dann eben auch über das Neue Testament hinausgehen. Wir müssen oft in das Alte Testament schauen. Nicht weil, also wir wissen natürlich, das Neue Testament wiegt für uns Christen mehr. Vor allem, wenn Jesus eben Dinge, die im Alten Testament stehen, entkräftet oder aufklärt. Sondern wir müssen trotzdem auch noch das Alte Testament lesen, um das Neue Testament überhaupt erst zu verstehen. Denn die Autoren des Neuen Testaments haben genau das gemacht. Sie haben ihre Heilige Schrift, das waren erstmal die alttestamentlichen Texte, sie haben diese durch und durch davon getränkt. Sie waren dadurch gebildet und haben von diesem Wissen aus das Neue Testament geschrieben. Wir müssen also uns in diese Kompetenz hineindenken. Das heißt, wir müssen alttestamentliche Schriften nehmen und diese mit neutestamentlichen vergleichen. Um das sozusagen diesen Weg, den die neutestamentlichen Autoren gemacht haben, zu rekonstruieren. So wie man das in den forensischen Wissenschaften macht. Man versucht dann halt, den Weg nachzuzeichnen, der da überhaupt dann geschehen ist. Ne? Also wie ist der Tathergang zum Beispiel bei einem Verbrechen. Genauso müssen wir jetzt halt rekonstruieren, wie das Neue Testament geschrieben wurde. Und dafür schauen wir erstmal ins Alte Testament. Und dass diese Rekonstruktion und diese Verbindung von Altem und Neuem Testament hat die Kirche von Anfang an praktiziert, weil das war auch schon innerhalb des Alten Testaments so und dann auch bei den Schriften des Neuen Testaments so, untereinander, dass man das natürlich dann auch von Altem und Neuem Testament dann erkannt hat. Das nennt sich Typologie. Ich habe das schon öfter angesprochen und mit Hilfe der Typologie werden wir heute diese wunderbaren drei Fragestellungen
hoffentlich gut beantworten. Schauen wir, was im Alten Testament so heilsgeschichtliche Knotenpunkte sind. Ich habe ja schon darüber gesprochen, die Bibel ist eine einzige Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Im Alten Testament gibt es drei wichtige Höhepunkte. Einmal ist es die Schöpfung. Gott macht die ganze Welt. Nach seinem Abbild schafft er den Menschen. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Dann gibt es noch einen zweiten Höhepunkt im Alten Testament und das ist der Exodus. Die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Dort ist als zweite Person, sozusagen als Protagonist dieses Exodus, ist natürlich Mose zu nennen. Bei der Schöpfung ist es der Mensch Adam. Und der dritte Höhepunkt, über den ich sprechen möchte, ist das Königtum Davids. David ist hier der Protagonist. Sein Königreich, dass überhaupt das ganze Volk Israel ein Königreich wurde. Das ist ein dritter Höhepunkt, über den ich auch sprechen möchte. Und jetzt möchte ich eine ganz steile These formulieren. Ich spoilere das schon gleich zu Anfang, damit ihr und sie die nächsten Ausführungen eben auch vor diesem Hintergrund erkennt bzw. versteht. Und zwar möchte ich mit dieser steilen These formulieren, dass Jesus im Neuen Testament der Antitypos zu Adam ist. Dass Jesus nun ein neuer Mensch ist, der neue Mensch der neuen Schöpfung, der erste Mensch der neuen Schöpfung. Dass Jesus der neue Mose ist, der die Menschen befreit aus ihrer Knechtschaft und der ein neues Gesetz bringt, ein Gesetz, das das alte erfüllt, nicht ablöst. Und als drittes, dass Jesus David ist und Salomo, der wahre König seines neuen Königreiches, des Gottesreiches, von seiner Reichgottesverkündigung ausgehend und von der Erfüllung dessen, was er am Kreuz für uns getan hat. Diese Linien, diese Verbindungslinien haben schon die alten Kirchenväter erkannt. Sie waren ganz nah dran an den neutestamentlichen Autoren, ne? Und die haben das eben von Anfang an erkannt und haben diese Art der Auslegung weiter einfach fortgeführt. Das, was eben im Alten Testament schon gemacht wurde übrigens, zum Beispiel mit den Psalmen und auch bei den Propheten, die haben das eben schon mit den fünf Büchern Mose gemacht, diese Typologie. Das wird einfach im Neuen Testament fortgeführt und dann eben bei den Kirchenvätern, die beides zusammengelesen haben. Dementsprechend schauen wir uns jetzt erstmal das Erste an, Jesus als Adam. Also Schöpfung, wenn wir über die Schöpfung reden, müssen wir Genesis 1 und 2 betrachten. Und wenn wir im Neuen Testament gucken, dann vergleichen wir jetzt Genesis 1 und 2 mit Johannes 1 und 2. Jetzt wird es wirklich spannend. Bei beiden Texten steht am Anfang, im Anfang. Es beginnt mit dem Anfang. Bei Genesis ist es der Anfang der Schöpfung. Des ganzen Universums. Bei Johannes ist es der Anfang der neuen Schöpfung. Wir lesen das bei beiden. Ich mache das mit der deutschen Übersetzung. Aber genauso gut könnten wir jetzt in den griechischen und in den hebräischen Text gucken. Es heißt, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Bereshit ist das Wort im Hebräischen. Im Anfang. In Johannes 1, im Johannesevangelium heißt es auch im Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott oder und Gott war das Wort. Im Genesis gibt es zwei Schöpfungsberichte direkt hintereinander. Der erste ist dieser mit diesen sieben Tagen und der zweite ist dann ja mit Adam, der aus dem Ackerboden entsteht und so weiter. Und dieser erste Schöpfungsbericht, der in Genesis 1 genannt wird, ist der jüngere. Der zweite, der sich anschließt, der ist eigentlich älter. Wenn wir jetzt so diese Schöpfungsberichte lesen und dann diesen Johannes-Prolog lesen oder die ersten zwei Kapitel auch, weil die Schöpfungsberichte umfassen ungefähr Genesis 1 und 2. Und wenn wir dann Johannes 1 und 2 lesen, dann stellen wir fest, dass wir eine ganz ähnliche Terminologie haben. Worauf ich aber vor allem hinweisen möchte, ist die Struktur. Da haben wir ja sieben Tage. Gott schafft den Menschen, Adam, am sechsten Tag.
Oh, ich krieg schon Gänsehaut. Egal, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich bin einfach jedes Mal einfach so überwältigt von der Heiligen Schrift, deshalb, ich krieg voll die Gänsehaut. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihr wisst noch nicht warum, aber gleich. Gleich habt ihr hoffentlich auch Gänsehaut. Also, es gibt 7 Tage im Schöpfungsbericht. Am 6. Tag schafft Gott Adam, den Menschen, nach seinem Abbild. Und dann schafft er ja den Menschen als Mann und Frau, schuf er sie. Das ist auch wichtig, als Mann und Frau. Wenn wir jetzt Johannes lesen, 1 und 2, ne? Da merken wir, dass auch Johannes mit Tagen arbeitet. Und zwar kommt ja zuerst der Johannesprolog, da ist ja erstmal wie ein Hymnos ist er gebildet. Und dann beginnt das ja mit Johannes dem Täufer, also das Zeugnis des Täufers. Und ne? Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten und dann fragten, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Messias. Ne? Und dann sagt er ja, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste und so. Ne? Das kennt ihr ja alles. Und das alles ist an dem ersten, also wir müssen uns vorstellen, das ist der erste Tag. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Und dann am Tag darauf, das ist jetzt Tag 2, sah er Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes und so weiter. Das ist jetzt die Taufe Jesu. Dann, wo eben noch der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt. Und dann am Tag darauf, das ist jetzt Tag 3, stand Johannes wieder dort und 2 seiner Jünger standen bei ihm. Und dann gehen sie ja zu Jesus, ne? Und dann sagen sie noch, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Und dann holen die noch den Simon mit und so weiter und so fort. Und die haben ihn ja begleitet, ne? Und die haben ihn gefragt und er sagte, kommt und seht. Und von dem Zeitpunkt an kamen ja dann die ersten Jünger und so. Dann kommt wieder am Tag darauf in Vers 43. Darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus und so. Das ist jetzt schon Tag 4. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, sieh, ein echter Israelit, also dann das mit Nathanael, der sich dann wundert, woher kennst du mich und so. Ja, ich habe dich noch gesehen, als du unter dem Feigenbaum saßt und so, ne. Also und jetzt in Kapitel 2, da beginnt das Ganze ja mit, am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Wir sind jetzt bei Tag 4 gewesen. Wenn wir 3 draufzählen, kommen wir auf Tag 7. Das heißt, parallel zum Sabbat, an dem Gott ruhte, nachdem er eben alles geschaffen hat, sind wir jetzt an Tag 7. Und auch hier wird geruht, denn hier wird gefeiert. Eine Hochzeit findet statt. Also wir haben bei beiden, bei Genesis und bei Johannes in den ersten 2 Kapiteln eine Einteilung in 7 Tage. Das ist eine ganz auffällige Parallele strukturell. So, bei der Hochzeit zu Kana ist komischerweise nicht die Rede von Braut und Bräutigam. Niemand weiß, wer der Bräutigam ist, man weiß nicht, wer die Braut ist. Aber es gibt andere 2 Hauptfiguren und das sind Maria und Jesus. Maria und Jesus sind diejenigen, die hier etwas sagen, die hier etwas tun und um deren Beziehung es geht. Das Ganze ist eingebettet in eine Hochzeitsfeier. In Genesis sind Adam und Eva diejenigen, die sozusagen die erste Ehe bilden. Bei beiden geht es um Hochzeit. Und bei beiden geht es um die Beziehung zueinander. So wie Adam und Eva eins sind, so sind Jesus und Maria eins. Zwar sind es hier neben nicht Mann und Frau im Sinne von Ehe, sondern Mutter und Kind, aber es geht hier auch um eine Beziehung zwischen den beiden. Und interessanterweise, was lesen wir in Johannes 2, als Maria sieht, dass eben der Wein aus ist und sagt, sie haben keinen Wein mehr? Jesus spricht seine Mutter nicht mit Mutter an, sondern sagt, was willst du von mir? Frau! Gynä ist die Frau. Man könnte denken, ja, warum ist er hier so barsch? Und das hat überhaupt nichts mit grob zu tun. Das ist eine normale Bezeichnung für Frau.
Das ist auch wieder ein Aspekt, wenn man diese ganzen Indizien sozusagen zusammenliest, dann merkt man, es zeichnet sich ein Bild ähnlich wie in Genesis 1 und 2. Hier geht es um einen Mann und um eine Frau. Und es ist in einem Kontext einer Ehe oder einer Hochzeit eingebettet. Das Ganze ist jeweils in einem Kontext des Feierns. Und interessanterweise steht in der Septuaginta, dem griechischen Alten Testament, an der Stelle, wo es eben heißt, als Mann und Frau schuf er sie, dasselbe Wort, Gynä. Wenn wir also Genesis lesen und Johannes lesen und das eben typologisch, also wir verbinden diese Dinge, die wir dort in beiden Fällen lesen, dann erkennen wir den Bundesschluss Gottes mit Mann und Frau. Gott hat einen Bund geschlossen zwischen Mann und Frau und sagte, seid fruchtbar und vermehret euch und bevölkert die ganze Erde. Und in Johannes 1 und 2 bedeutet das dann, wenn wir es jetzt eben gemeinsam lesen, dass Jesus der neue Adam ist. Aber nicht nur Jesus ist der neue Adam, sondern Maria ist die neue Eva. Und gemeinsam begründen sie die neue Schöpfung, deren Höhepunkt parallel zum Sabbat der ersten Schöpfung zu sehen ist. Und so wie Gott Adam und Eva ohne Sünde geschaffen hat, sind auch die Ahnen der neuen Schöpfung ohne Sünde. Nicht nur Jesus war demnach ohne Sünde, das hat übrigens nichts mit seiner Gottheit zu tun, sondern mit seiner Menschheit, sondern auch die neue Eva. Gottes Schöpfung ist ohne Sünde geschaffen worden. Im Gegensatz zu Adam und Eva, die die Sündlosigkeit durch die Entscheidung gegen Gott weggeworfen haben, hat das neue Menschenpaar sich für Gott entschieden. Maria sagte, mir geschehe nach deinem Wort, als der Erzengel Gabriel zu ihr kam. Jesus sagte, dein Wille geschehe im Garten Gethsemane, wiederum parallel zum Garten Eden. Wir haben also ein Echo von Genesis 1 und 2, in Johannes 1 und 2. Und nicht nur ist Jesus der neue Adam, der neue Mensch, sondern Maria ist genauso da. Sie ist die neue Eva. Eva heißt die Lebenspendende und Maria hat Jesus das Leben geschenkt, wodurch er uns wiederum das ewige Leben schenkt. Indirekt wirkt Maria also auch daran mit, dass wir das ewige Leben haben. Insofern ist sie wahrlich eine Eva. Die Kirchenväter haben das auch ganz klar vor Augen gehabt. Die haben sich das nicht aus den Fingern gesogen, sondern das war für die absolute Selbstverständlichkeit. So haben sie das gleich erkannt und diesen Aha-Effekt gehabt. Und daraus haben sie die Konsequenz gezogen, Mutter Gottes verdient eine besondere Verehrung, weil sie die neue Eva ist. Schauen wir mal auf das Zweite. Die zweite Fragestellung war, wie ist es mit der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel? Wir haben ja das Exodus-Motiv vorhin genannt, also Jesus ist der neue Mose. Aber nicht nur Jesus ist derjenige, der das neue Gesetz bringt, indem er eben sagt, ihr habt bei den Vätern gelesen so und so, ich aber sage euch so und so und gleichzeitig betont, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Nicht nur ist Jesus derjenige, der uns eben befreit aus unserer Knechtschaft der Sünde, indem er für uns gestorben ist, sondern auch Marias Rolle als Echo, als Erfüllung, zeigt sich bereits im Alten Testament als Typos, als Urbild, als vorausgehendes Bild. Und zwar möchte ich auf die Bundeslade zu sprechen kommen. Die Bundeslade war ja das Allerheiligste, in dem Gott für die Israeliten präsent war, gegenwärtig war, auf Erden. Seine Herrlichkeit hat sich auf den Tempel gelegt in Form von Rauch, von einer Wolke. Das war immer so die Theophanie. Also Gott hat sich immer, seine Präsenz war durch diesen Rauch oder diese Wolke spürbar, sodass keiner den Tempel betreten konnte. Wir lesen das zum Beispiel in Exodus 40. Aber warum war denn die Bundeslade so heilig? Nicht wegen der Bundeslade an sich, sondern wegen dem, was man in die Bundeslade gelegt hat, nämlich die Tafeln mit den 10 Geboten, die Mose von Gott
erhalten hat. Das Wort Gottes war in diese Tafeln hineingegeben. Wir lesen das in Exodus 25, 21, aber auch in 1 Könige 8 und 8, 9, Vers 9. Interessant ist auch, man hat ja nicht nur das Wort Gottes in die Bundeslade gelegt, also die Gebote. Man hat auch laut Exodus 16, 33 ein Gomer Manna mit hineingegeben. Ganz interessant. Und man hat auch den Aaronstab hineingelegt. So lesen wir dann im Nachhinein in Numeri 17, 23. Die Rede von der Bundeslade ist natürlich schon in der Tora die Rede, also in den 5 Büchern Mose. Aber im 2. Samuelbuch wird es nochmal ganz wichtig, weil König David die Bundeslade zu sich holt. Und wenn wir diesen Text jetzt mit einem neutestamentlichen Text lesen und diese Verbindungslinien betrachten, und zwar mit Lukas 1 und 2, dann kommen wir dahin, wohin ich euch und sie lenken möchte. Und zwar Lukas 1 und 2 und 2 Samuel 6. In Lukas 1 haben wir das ja schon, dass Maria, nachdem sie eben erfahren hat und auch zugestimmt hat, dass sie die Mutter Jesu wird, geht sie zu ihrer Verwandten, wahrscheinlich ist es die Tante Elisabeth. Und zwar heißt es da in Lukas 1, 39, in diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Wenn wir in 2 Samuel lesen, da heißt es, David versammelte wiederum alle jungen Krieger aus Israel, 30.000 Mann, brach auf, Vers 2, und zog mit seinem ganzen Heer nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und Baala liegt im Bergland von Judäa. Hier haben wir schon die erste Parallele. David und Maria sind beide unterwegs in das Bergland von Judäa. In Lukas 1, 41 lesen wir dann, dass Elisabeth, als sie den Ruf Mariens oder den Gruß Mariens hört, das Kind in ihrem Leib, Johannes der Täufer, hüpft. Und daher weiß sie dann wird sie in dem Moment wird sie vom Heiligen Geist erfüllt und erkennt, dass Maria die Mutter Gottes ist. Und Gott in ihr heranwächst. Wir wissen aus 2 Samuel 6, dass als die Lade, das ist in Vers, so ab Vers 14, nee, ab Vers 13 könnte man schon fast sagen. In dem Moment, wo die Träger die Bundeslade tragen. Was macht David? Da lesen wir in Vers 14, und David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn her und trug dabei das leinene Ephod. Und er tanzt und hüpft vor der Bundeslade. So wie Johannes der Täufer hüpft, als Jesus auf ihn zukommt, als Maria mit dem Kind in ihrem Leib auf ihn zukommt. Und Elisabeth ruft auch aus, wer bin ich, dass die Mutter des Herrn zu mir kommt? Und David sagt in Vers 9, aber hier jetzt eben nicht aus Freude, sondern aus Furcht, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Weil eben dann jemand gestorben ist, als er die Lade berührt hat aus Versehen. David hüpft nicht nur und tanzt vor der Bundeslade, er singt auch ein Freudenlied. Und was macht Maria? Was macht Maria, als sie eben so ein Feedback bekommt von Elisabeth? Sie singt das Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Genauso wie David singt sie ein Freudenlied und preist Gott. Nächste Parallele. Es geht aber noch weiter. Und zwar heißt es dann, dass die Bundeslade 3 Monate im Haus Obed-Edoms blieb. Und wie lange blieb Maria im Haus Elisabeths? Genau. 3 Monate. Und das Ganze spielt bei beiden in derselben Region. Bei beiden geht es um das Bergland von Judäa. Obed-Edom ist genauso im Bergland von Judäa wie der Ort, wo Elisabeth und Zacharias lebten.
wie David die Bundeslade ins verheißene Land zum krönenden Abschluss der Landnahme bringt, so muss Maria als neue Bundeslade in das neue verheißene Land, in den Himmel gebracht werden. Und wie Adam aufgrund seiner Bewahrung von der Erbsünde im Urzustand in den Himmel kommt, also mit Leib und Seele, muss auch Eva in diesem Zustand dort hinkommen, da auch sie von der Erbsünde bewahrt worden ist. So wie die Bundeslade das Wort Gottes in Form der Steintafeln trug, so trägt Maria jetzt das Wort Gottes, aber das fleischgewordene Wort Gottes in sich. Wir haben ja auch schon dieses Detail, dass in der Bundeslade auch das Manna drin war. Also ein Gomer, das ist eine Maßeinheit, also eine bestimmte Menge an Manna, wurde mit hineingegeben. Und was lesen wir in Johannes 6? Was sagt Jesus selbst über sich? Er sagt, er ist das neue Manna. Er ist das Manna, das vom Himmel herabkommt. Das heißt, Maria trägt in sich auch das Manna, wie Jesus sich dann später selber nennen würde. Also es sind so viele Parallelen, die wir nur erkennen, wenn wir beides zusammenlesen. So wie der Tempel mit der Wolke, also mit der Herrlichkeit Gottes, besetzt wird, der sich auf diesen Tempel setzt, dass keiner hinein kann. So ist Maria vom Heiligen Geist überschattet worden, sodass das Wort Gottes in ihr Frucht getragen hat und sie mit Jesus schwanger wurde. Sie lebt übrigens ja auch in einem Gelübde, in einem Keuschheitsgelübde, in einem Jungfräulichkeitsgelübde. Und das bedeutet, sie ist unberührt und jungfräulich. Wenn jemand unberührt ist und jungfräulich, dann kann niemand es wagen, diesen Menschen zu berühren, weil sie ist Gott geweiht. Das macht ja dieses Gelübde aus, dass man denn eben Gott geweiht ist. Genauso wie dieser Usa gestorben ist, als er aus Versehen die Bundeslade berührt hat. Denn die Bundeslade soll unberührt sein. Vielleicht auch noch eine Parallele. Ich möchte dann noch einen dritten Einwand hier jetzt oder eine dritte Fragestellung thematisieren. Und zwar, wie ist das denn mit der Königinschaft Mariens? Und da hatte ich ja schon angesprochen, dass ich eine Parallele dafür ziehe vom Alten und Neuen Testament. Und zwar von der Königsherrschaft Davids und der Königsherrschaft Jesu. Und zwar müssen wir hier jetzt andere Texte miteinander vergleichen, und zwar 1 Könige, das erste Buch der Könige. Und zwar steht da im ersten Kapitel David dem Tod nahe. Und er ist jetzt seinem Tode nahe und möchte einen Nachfolger sicherstellen und setzt dann ja Salomo als seinen Nachfolger fest. Wenn wir nämlich schauen, 1 Könige 2. Nachdem Salomo gekrönt worden ist, nachdem er gesalbt worden ist und nachdem er eben auch so gehuldigt worden ist, erlässt er einen Befehl. Den Befehl, zu seiner Rechten einen Thron aufzustellen. Einen Thron, auf dem seine Mutter sitzen soll. Wir lesen das in Vers 19. Ich lese es euch vor. Das steht da ganz eindeutig. Als nun Batscheba, ne, die Mutter, zu König Salomo kam, um mit ihm wegen Adonia zu sprechen, erhob sich der König, ging ihr entgegen und verneigte sich vor ihr. Er verneigte sich sogar vor ihr. Dann setzte er sich auf seinen Thron und ließ auch die Königinmutter einen Thron hinstellen, also für die Königinmutter, Entschuldigung. Sie setzte sich an seine rechte Seite und begann: Eine einzige kleine Bitte hätte ich an dich. Weise mich nicht ab. Wo haben wir das im Neuen Testament, wo eine Königinmutter eine Bitte formuliert und sagt und weiß eigentlich schon, dass ihr Sohn diese Bitte nicht abschlagen wird? Genau, Johannes 2. Sie haben keinen Wein mehr. Sie hat nicht mal als Bitte formuliert, aber sie weiß und deshalb sagt sie dann zu den Mitarbeitern, was er euch sagt, das tut. Weil sie weiß, dass er ihre Bitte nicht abschlagen wird. Genauso wie hier die Königinmutter, dem König Salomo, um etwas bitten kann. Und dann heißt es, der König antwortete ihr, sprich sie nur aus, Mutter, ich werde dich nicht abweisen. Und so weiter und so fort. Und dann geht es dann weiter mit der Handlung. Worauf ich hinaus möchte ist, das war nicht nur eine einmalige Sache, sondern das haben alle Nachfolger Salomos weiterhin durchgezogen. Immer wieder haben das die in den nächsten Jahrzehnten darauf, also nicht bis heute, es gibt ja auch keinen König mehr, aber
Die Königin nach Salomo haben das immer so gemacht, dass sie zu ihrer Rechten der Königinmutter einen Thron hingestellt haben. Die saß da. Und wenn Jeremia dann prophezeit, dann richtet er seine Worte nicht nur an den König, sondern auch an die Königsmutter. Das ist so interessant. Und es gibt ein einziges biblisches Buch, das von einer Frau geschrieben worden ist. Und das ist ein Kapitel auch nur. Und zwar Sprichwörter 31. Von wem ist das geschrieben? Von der Königsmutter höchstpersönlich. Also die hat so einen hohen Stellenwert, dass sie sogar ein biblisches Buch schreiben darf. Wir kennen auch diese Prophezeiung, die wir zu Weihnachten auch hören, von Jesaja. Eine Jungfrau wird ein Kind empfangen, beziehungsweise hat empfangen, so heißt es jetzt in der neuen Einheitsübersetzung. Wir glauben als Christen, dass dies sich mit Jesus und Maria erfüllt hat, dass Jesus das Kind ist, das von der Jungfrau Maria geboren wird. Das heißt, auch wenn wir lesen wir hier das Alte und Neue Testament zusammen und wissen deshalb, Maria war Jungfrau. Und interessant ist aber auch der Kontext der Prophezeiung, in dem diese Prophezeiung eingebettet ist. Und zwar geht es da um die Ankunft eines davidischen Königs. Das wiederum würde bedeuten, dass die jungfräuliche Mutter, durch die das Kind, der erwartete König geboren wird, die Königsmutter werden würde und das wiederum, dass sie davidischer Abstammung sein muss. Jesus ist also nicht nur der Sohn Davids, der schon in Jesaja angekündigt wird, sondern auch Maria, die davidische Königsmutter. Also Maria ist nicht einfach irgendeine Frau, sondern sie ist davidische Abstammung, das kann man übrigens nachweisen. Maria war von Anfang an stets erwartet, zusammen mit dem Messias. Nicht nur Jesus wird erwartet, der Messias wird erwartet, sondern die Jungfrau wird erwartet. Es heißt also, eine messianische Erwartung bedeutet nicht nur, dass der Messias kommt, sondern auch die Mutter von ihm. Und deshalb müssen wir, wenn wir jetzt eben Altes und Neues Testament betrachten, Maria eigentlich ehren, wie man eine Königsmutter geehrt hat damals. Wenn wir Jesus als König betrachten, der eben sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt und so weiter, dann müssen wir auch die Königsmutter betrachten. In diesem Verhalten, wie es eben zeitgenössisch üblich war. Wenn Jesus als neuer David bzw. Salomo zur Rechten Gottes Platz nimmt und herrscht in Ewigkeit in seinem Reich, dann ist Maria als davidische Königsmutter ebenso im Himmel ganz bei ihrem Sohne und genießt die Verehrung einer Königsmutter. Wenn wir also jetzt alle drei Fragestellungen nochmal zusammen betrachten, ist Maria die neue Eva, nicht nur Jesus der neue Adam, sondern Maria ist die neue Eva. Maria ist die Bundeslade des neuen Bundes und Maria ist die Königsmutter. Diese drei Fragestellungen mit diesen drei Thesen, die ich eben mit Hilfe dieser alttestamentlich-neutestamentlichen Brückenschlagung eben jetzt beantwortet habe, werden in der Offenbarung des Johannes, die ja mein Forschungsschwerpunkt ist, miteinander kombiniert. Und zwar, wir lesen in Kapitel 11, Vers 19, wie die Bundeslade im Tempel Gottes sichtbar wird. Im himmlischen Tempel, ganz wichtig. Es ist nicht die alte Bundeslade, die Johannes der Visionär hier sieht. Denn direkt nach dieser Erwähnung, dass die Bundeslade zu sehen ist, beginnt Kapitel 12. Und da lesen wir von einem neuen Zeichen am Himmel. Dort sieht nämlich der Visionär eine Frau, bekleidet mit der Sonne, 12 Sternen auf ihrem Haupt und den Mond unter den Füßen. Er sieht eine apokalyptische Frau und sie wird von der alten Schlange bedroht, heißt es, die das Kind, das sie bereit zu gebären ist, verschlingen will. Wenn wir jetzt in dieser Frau Maria betrachten, wie es eben die katholische Kirche auch von Anfang an gesehen hat, nicht nur Maria, sondern auch die Kirche. Aber Maria ist ja das Urbild der Kirche und deshalb widerspricht sich das auch nicht für Katholiken. Wenn wir jetzt von diesem Maria-Gedanken ausgehen, ist sie die neue Eva, die den neuen Adam gebärt? Also nicht mehr als Ehepaar sozusagen die Kombination, sondern Mutter-Kind. Sie gebärt den neuen Adam. Gemeinsam begründen sie die neue Schöpfung. Sie wird direkt im Anschluss an die Rede von der Bundeslade geschildert, was zeigt, dass sie ja die neue Bundeslade ist. Und sie gebärt den König. Denn es heißt, er wird mit eisernem Zepter herrschen.
Das heißt, sie ist hier auch als Königsmutter geschildert. Und dann Königsmutter von welchem Königreich? Von den 12 Stämmen Israels, für die eben die 12 Sterne stehen. Und, aber es ist nicht mehr das alte Jerusalem, das irdische Jerusalem, das wir kennen, sondern das neue, das himmlische Jerusalem, in dem sie herrschen wird. Und hier haben wir also ihre himmlische Königsherrschaft, Königinnenherrschaft als Königsmutter. Das heißt, wenn man eben Altes und Neues Testament jetzt gemeinsam liest, nicht nur die einen alten testamentlichen Stellen für sich und die neutestamentlichen Stellen für sich, sondern wenn man es eben kombiniert, dann erhält man ein ganz anderes Bild. Das haben die Menschen ganz am Anfang gemacht. So hat man das Alte Testament gelesen mit den Augen, christologischen Augen. Man hat das Neue Testament mit den alttestamentlichen Schriften im Hinterkopf gelesen. Man hat es eben miteinander kombiniert. Und so haben auch schon die Autoren des Neuen Testaments überhaupt erstmal das Neue Testament geschrieben. Wir haben nichts anderes gemacht, als zu rekonstruieren. Herauszustellen, was die schon kannten und was sie geschrieben haben. Um eindeutige Inspirationen oder ja, um Fortführungen eigentlich zu erkennen, dass das, was im Alten Testament grundgelegt ist, im Neuen Testament sich einfach erfüllt. Und dass die Personen, die im Neuen Testament geschildert werden, nichts anderes sind als Erfüllungen der alttestamentlichen Personen. Und dann ist da eine Maria nun mal in diesen Bildern geschildert. Dann ist nun mal Jesus in solchen Bildern geschildert. Und ich finde es sowas von schade, dass diese Dinge heutzutage und auch zwischenzeitlich immer wieder verloren gegangen sind, weil man zunehmend die Bibel oberflächlich gelesen hat oder oberflächlich liest, indem man eben nur von einzelnen Bibelstellen ausgeht und diese aber nicht mehr zu einem Puzzleteile einfach nicht mehr zu einem Bild zusammenfügt. Und damit verpassen wir ganz viel. Deshalb lade ich Sie ein. Wie wäre es, wenn wir das in Zukunft einfach öfter mal versuchen? Ein Bibel-Puzzle-Bild zu erstellen und nicht nur bei den einzelnen Puzzleteilen, bei den einzelnen Bibelstellen zu bleiben. Das könnte man nämlich mit jeder anderen Fragestellung machen. Egal, ob es irgendwie das Thema Hölle ist, ob das das Thema Fegefeuer ist, ob es das Thema Auferstehung ist, das Thema Erlösung, Vergebung, wie auch immer. Man muss alle Bibelstellen zusammenlesen und sie zusammensetzen. Sei es aus dem Alten Testament, sei es aus dem Neuen Testament. Und so wird man dann ein wirklich wahres, getreues Bild haben. Und das ist dann biblisch fundiert. Nicht je mehr Bibelstellen wir finden, die unsere Behauptungen stützen. Und wenn es auch 100 Bibelstellen wären, wenn wir sie nur einzeln betrachten, werden wir nie die Darstellung am Ende sehen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen auch verständlich erklären konnte in dem heutigen Video. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch gottesreichen Segen. Seid behütet und beschützt. Macht's gut!